Mensch, lief doch gut. Das einzige Problem ist jetzt, dass diese ganzen Viecher mir hinterherkommen. Wehtun wollen. Aber es macht nichts, wenn man sie einmal so hat. So, jetzt müsste ich eigentlich einen Schlüssel kriegen. Warum hatte Mark beim Fandub überhaupt eine schlechtere Quali? Das ist eine gute Frage, beziehungsweise das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Der Depp hat tatsächlich ein falsches Mikro benutzt und das ist uns leider erst aufgefallen, als er Folge 2 dubben wollte. Aber das merkt man, dass er so eine schlechte Qualität hat. Weil er hat tatsächlich sein Headset-Mikrofon dafür benutzt, weil, keine Ahnung, es war so voreingestellt. Ja, er hätte ja dafür sorgen können, dass die Pistole mehr Schaden macht. Ich hätte dafür sorgen können? Wieso? Macht sie doch schon. 5 ist doch schon mal nicht schlecht. Außerdem, mehr Geld hatte ich nicht zum Ausgeben dafür. Hier sagt gerade einer, ich verlangt nach dem Stream-Zitronen-Eistee. Ja, Stream-Zitronen-Eistee. Was? Nach dem Stream-Zitronen-Eistee. So, ja. Ein Schlüssel verwendet. Aber ich bin ja nicht so doof und gehe erstmal speichern. Ich bin nicht nochmal so doof. Sagen wir es so. Falls du nochmal Game Over gehen solltest, ne? Ja, weil dann hätte ich ein Problem. Dann dauert das immer so lange. Shanti verlange ich, hahaha. Solche Wortwitze. Shanti. Dafür schämt man sich. Was ist denn eigentlich? Ne, auf der anderen Seite war ich ja schon, also muss ich hier wirklich erstmal rüber und höher. Okay, ab nach oben. Hier gibt's nichts, gut. Ah, ich habe da was gehört. Ach so, das sind Spinnen. Ach, die können nichts. Oh, hier geht's nach oben, aber das wusste ich. Vorsicht. Oh nee, ach nee, ach nö. Ist ja lustig. Ja, überhaupt nicht. Naja, es macht schon irgendwie Spaß. Ja, außer dass man damit sterben könnte. Ach, ich doch nicht. Guck! Ja, super, super gemeistert. Und ich bin schon fast da, wo ich hin muss. Ah, okay, ich muss da hoch. Gut, so. Klappt doch! Und jetzt gibt's hier sogar noch was zum Speichern. Na, ist doch schön. Ja. So, hier kann ich eigentlich auch noch... Bin ja vollgeladen. Jetzt geht's los. Speichern abgeschlossen. Was haben wir hier? Piratenfackel. Feuere diese Fackel im Freien um direkt zum Hafen. Nö. Blasenschild. Der die meisten Projektilangriffe abwehrt. Pikenball. Schützt deinen Körper für eine kurze Zeit mit diesem reisenden irgendwas. Super Pikenball. Na, nehme ich doch mal den Super Pikenball dann. Ja. Ich weiß nicht genau, was damit jetzt gemeint ist. Also Licht sagt, dass seine Witze auf Exido-Level sind. Ja, ich hab's gelesen. Ja, das ist, So, jetzt kommt wieder die Bossmusik. Die ist schön. Würde ich meinen. Ich höre sie nicht. Eine Spinne. Oh, ich mag keine Spinnen. Das ist echt wie ein Pokémon-Kampf. Gegen Weberack. Ah! Ist ja fies. Das ist entweder ein Eigenlob oder eine Beleidigung für Exido. Du sollst dir, glaube ich, was aussuchen. Ich denke mir, ich habe keine Ahnung. Hier sagt jemand schwere Entscheidung. Ah! Komm. Das Viech muss doch mal irgendwann dann auch... So, schön viel Schaden machen. Ah! Ist ja frech. Aua! Oh Mist. Jetzt wird's langsam blöd. Ja, ich hasse auch Spinnen. Ich weiß, ja, Spinnen sind eklig. Ja, ich weiß gerade nicht. Ich weiß die Abkürzung nicht so wirklich. Was, für Spinne? Nein, für die da schreiben. Ach so, na dann. Ja, Licht sagt, die Spinnen, die Spinnen. Ja, die Spinnen, die Spinnen. Das genau. Stimmt allerdings. Aber jetzt, diesmal schaffe ich's. Haha. Pschu, pschu. Komm, geh doch mal drauf, du.
Ja, hier macht jetzt jemand das Geräusch, was du immer machst, wenn so ein Witz kommt. Womp, womp, womp. Nee. Das andere. Ich weiß nicht, welches andere du meinst. Ah! Komm schon. Oh, jetzt hat hier jemand geschrieben, als den Geist beider. Ich glaube, ich spinne, ja. Stirb doch endlich, du Vieh. Ja, vor allem sonst stirbst du. Du hast nur noch ein Herz. Ja, reicht vielleicht noch. Es muss doch irgendwann mal vorbei sein. Ich weiß ja zumindest jetzt, wie das Ganze funktionieren muss. Oh, komm schon. Kann doch nicht so weitergehen. Komm. Ah, jetzt kommt wieder Feuer. Nochmal. Au! Es wird ja langweilig mit dem ganzen Zeit Feuer. Naja. Ah, endlich. Noch mehr Feuer! Feuer! Eine Explosion! Man braucht dafür das Dungeon-Item. Ja, stimmt. So. Und immer schön wie bei GWK Zelda ausweichen. Achso, du kannst ja jetzt mal sprechen wieder. Oh. Ja, stimmt. Aber diesmal so die was du dir gedacht hast für April May. Ja. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei den anderen ankommt. Ja, das ist deine Sache, nicht meine. Oh, ich bin fies. Oh, manchmal. Na dann los, ich meine, du darfst dich davor nicht drücken. Hey, komm zurück! Du bist weiterhin dran. Eine neue Karte. Das klingt immer so irgendwie so gelangweilt. Eine neue Karte. Ja, wenn die so überlegen. Na dann, jetzt mal anders. Jetzt. Eine andere Stimme. Nee, gleiche Stimme, aber. Oh. Aber das, was sie sagt und in der Stimmung, in der sie es sagt. Ich hab's geschafft! Das ist eine Quelle des Bösen, weniger für den Pirate Master. Ich sage besser schnell Risky Bescheid. So, ja, dann sagen wir mal schnell Risky Bescheid, würde ich sagen. Ja. Jetzt wird sich Licht richtig nach. Keine Chance, da nicht hin. Okay. Navi-Stimme. Oh, oh, oh. Oh. Das ist fies. Oh, na super. Ja, aber irgendwie war es so ein bisschen so. Hier schreibt gerade jemand, hey, listen. Ja, ja. Das war auch darauf, glaube ich, angespielt. Watch out. Nun pass auf. So, was? Also, wir sind ja durch Level Welt 2 durch. Das heißt, als nächstes kommt Welt 3, wo sich ja schon jemand drauf freut. Ja, da freut sich jetzt schon jemand. Ah, ich muss aber da lang für Welt 3. Okay, hopp. Hopp. Hui. So. Ah, du bist zurück. Nicht ohne Zwischenfall, aber ich habe eine andere Inselkarte gefunden. Und dann Holt! Genau. Ja. Du musst das nicht anders lesen jetzt. Ich dachte, du würdest dich darüber freuen.
Okay, hören wir mal damit auf und mach lieber eine Stimme, die auch. Also, denk dir eine Stimme, die zu ihr passen würde. Ja. Meinst du, kriegst das hin? Hm. Ich habe an meine Männer gedacht. Hm. Was? Hm? Mein Gebieter, ihr befindet euch auf der Suche nach Zelda. Das hat einer. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber. Licht sagt gerade, je, ich habe Schokoriegel. Und den Fluch, der sie kontrolliert. Wir sind alles zusammen unter dem. Wir sind alle zusammen unter dem Kommando des Pirate Master gesegelt. Der Pirate Master ist clever. Er erwartet, dass ich nach meiner Pistole und meinem Hut suche. Deshalb hat er sie hergebracht, um sie mit dem Bösen zu verschmelzen. Er nutzt meine Waffen als Köder. Er plant, den Fluch auszulösen und mich wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Ich kann nicht glauben, dass ich beinahe auf so einen offensichtlichen Trick hereingefallen wäre. Ja, gute Frage. Was könnte man jetzt für sie für eine Stimme nehmen? Versuch's einfach. Guck sie dir an und... Also... Oh, hier schreibt gerade einer, weil ja Licht gesagt hat... Lenk nicht ab, mach die Stimme! Oh, was denn? Du hast doch gesagt, ich soll sagen, wenn was im Chat los ist. Ja, aber nicht, wenn du lesen sollst. Dies der Grund, warum du nicht mit mir kommst? Willst du unter demselben, weil du unter demselben Fluch stehst wie deine Männer? Ich habe keine Angst vor ihm. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich verabscheue ihn. Er soll zurückkehren, damit ich ihn eigenhändig vernichten kann. Hier sagt gerade jemand, wie wär's mit Floras Stimme? Ich glaube ja, das würde wohl eher passen. Was hat die nochmal für eine Stimme? Ich kenne nur die echte. Dann weiß ich nicht. Ich hab die vergessen, wie ging die nochmal? Keine Ahnung, aber wenn du jetzt, also ich möchte bitte nicht jetzt das den halben Stream über hier dran festhängen. Ja, ich lese einfach weiter, so wie gerade halt, ne? Ja. Wollte dich nicht aufregen. Aber hey, wenigstens reden wir endlich einmal offen miteinander, nicht? Es tut gut, wenn man so etwas loswerden kann. Ich warte an Bord auf dich. Was? Du bekommst Bräunungskarte? Die könnte die auch mal gebrauchen. Hier sagt Bräunungsinsel, ah. Das ist... keine Ahnung. Okay, dann gucken wir doch erstmal zurück nach Scuttletown. Riskiert aber viele Männer. Ja, ja. So, ich wollte auf jeden Fall erstmal wieder gucken, ob ich was upgraden kann. Ein bisschen was wird doch wohl gehen. Wenigstens ein Upgrade. Der Rückwärtsflitzer? Nein. Backflip von einem schweren Schlag erholen. Das klingt komisch. Eine mächtige offensive Attacke. Ja, dann nehme ich mal die seidige Creme erstmal. Wenn man die so sieht, wie sie da halt stehen, ist das ja nicht so schlimm. Aber wenn man dann sieht, wie die reden, denkt man sich wirklich, sowas ist auf 6? Ja. So, was hat denn eigentlich, was ist denn mit unserem... Tintenfische haben wir leider nur 3-mal, schade. Na, dann können wir ja erstmal sehen, ob wir irgendwo den nächsten finden. Ja. Bräunungsinsel, so. Eine Oldback-Stimme für Shanté. Können wir mal versuchen. Kein Problem. Oldback-Stimme.